Und ich habe ja gesagt, dass da Voraussetzung ist natürlich dafür, dass man sozusagen der Vernunft zum Durchbruch verhilft, dass es zu einem Waffenstillstand kommt. Das ist zunächst mal der erste Schritt. Und dass auf der Grundlage dieses Waffenstillstands, falls der tragfähig ist, das weiß man ja heute noch nicht, dass es dann auch tatsächlich zu einer Friedensvereinbarung kommt. Sehen Sie, Waffenlieferungen schützen ja nicht die ukrainische Bevölkerung. Waffenlieferungen töten russische Soldaten, töten ukrainische Soldaten und töten die ukrainische Zivilbevölkerung. Diese Worte erschüttern gerade eben ganz Berlin. An dieser Stelle muss ich für einen Moment unterbrechen. Den Herr, den Sie gerade eben hier zuhören, das ist Harald Kujat, einer der höchsten Generäle der Deutschen, der jemals gedient hat und jetzt im Ruhestand ist. Und deswegen spricht er jetzt die Wahrheit aus, wie sie ist, nicht so, wie es die Ampelkoalition am liebsten haben will, sondern er sagt im Grunde, was Sache ist. Und in diesem Fall möchte ich ganz kurz für drei, vier Sätze auf eine Aussage eingehen, die sehr, sehr viel Wahrheit enthält. Und zwar, er hat hier ganz deutlich gemacht, dass diese Waffenlieferungen, die gerade eben durch den Westen, durch die NATO, durch Deutschland initiiert werden und der Ukraine sozusagen Unterstützung anbieten, dass diese Waffenlieferungen nicht das Leid reduzieren, die Anzahl der Toten und Verletzten auf der ukrainischen Seite, sondern letztendlich diesen Konflikt nur verlängern und damit das Leid eben auf Seiten der Zivilbevölkerung erhöhen. Und es gibt eine ganz relevante Statistik dazu, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Und wenn Sie sich das hier einfach mal anschauen, dann sehen Sie hier im Jahr 2023 die Anzahl der zivilen Opfer in der Ukraine. Und dabei fällt eindeutig auf, wir haben hier eine relativ gleichbleibende Anzahl. Es geht mal ein bisschen runter, dann geht es mal wieder hoch. Aber in dem gleichen Zeitraum wurde die Anzahl der Waffenlieferungen in die Ukraine signifikant erhöht. Und das zeigt, es besteht kein Zusammenhang zwischen Anzahl der Waffenlieferungen und dann einer erheblichen Reduktion der zivilen Opfer, sondern ganz im Gegenteil, es wird das Leid der Zivilbevölkerung nur noch erhöht. Nur ein Waffenstillstand, nur ein Ende der Kampfhandlungen schützt ja die Zivilbevölkerung in der Ukraine, nicht Waffenlieferungen. Es darf keinen eindimensionalen Ansatz geben. Es darf eben nicht nur Waffenlieferungen geben und nicht immer mehr und immer leistungsfähigere Waffenlieferungen, sondern es muss einen dualen Ansatz geben. Das heißt, Waffen, die zur Verteidigung dienen, ja, aber gleichzeitig, parallel dazu, darf die Politik nicht aufhören zu existieren. Genau das ist eben der entscheidende Punkt. Im Moment ist es tatsächlich so, dass der Westen immer mehr Waffen in dieses Kriegsgebiet hineinwirft, ohne letztendlich Verhandlungen mit Russland und damit auf einen Kompromiss hinzuarbeiten. Und das ist eben diese große Tragödie unseres Jahrhunderts. Und wenn man sich einfach mal die Umfragen in unserer Zivilbevölkerung anschaut, dann sieht man ganz deutlich, die deutsche Bevölkerung ist mittlerweile sogar primär dafür, eben endlich Verhandlungen mit Russland zu führen. Nach dieser aktuellen Statistik sagen mittlerweile 46% der Deutschen, dass die Ukraine in Friedensverhandlungen eintreten soll. Und dann auf der anderen Seite 45% sagen, die Ukraine soll so weitermachen wie zuvor. Und wenn man sich zum Beispiel Ostdeutschland anschaut, dann sind es mittlerweile über 2/3 der Ostdeutschen, die Friedensverhandlungen fordern. Die Politik muss weitergehen und sie muss eine diplomatische Lösung finden. Sonst wird das eine endlose Spirale der Gewalt. Der eine steigert die Gewalt, der andere folgt ihm. Dann wieder der nächste und so geht es immer weiter, bis wir letztlich den Punkt erreichen, an dem keiner mehr zurück kann. Und das ist tatsächlich die nukleare Drohung, die über uns schwebt wie ein Damoklesschwert. Genau das ist doch der entscheidende Punkt. Wenn wir uns einen anderen Konflikt wie zum Beispiel den Gaza-Krieg anschauen, dann sehen wir, Israel und die Palästinenser sind mittlerweile an dem Punkt, den hier Herr Kujat so
genau beschreibt. Sie sind an dem Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt. Sie sind an dem Punkt, wo jetzt mittlerweile jahrzehntelanger Krieg herrscht. Und genau das wollen wir ja eben in der Ukraine verhindern. Und deswegen braucht es eben sofort Friedensverhandlungen. Und die zweite große Gefahr eines nuklearen Konfliktes, die besteht auch immer wieder. Und Sie haben es ja auch gerade eben gehört. Und Putin hat selber dazu sich geäußert. Wir können ja mal ganz kurz reinschauen, was er hierzu gesagt hat. Принято решение уничтожить Россию. Тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Also er sagt hier, Russland hat das Recht, sich mit Nuklearwaffen zu verteidigen, sollten Angriffe auf russisches Staatsgebiet erfolgen. Und im selben Satz sagt er aber auch, dass das eine Riesenkatastrophe wäre, wenn es zu einem Nuklearkonflikt kommt. Und jetzt stelle ich einfach mal die Frage in den Raum: Was ist, wenn die Ukraine mit westlichen Waffen russische Stellungen auf russischem Staatsgebiet bombardiert? Ist das nicht schon ein Angriff auf Russland? Ist hier nicht schon eine rote Linie überschritten? Schreiben Sie es doch mal in die Kommentare. Mich würde wirklich Ihre Meinung hierzu interessieren. Vielen Dank und bis bald.